Also, willkommen zum neuen Video. Heute habe ich mir mal überlegt, machen wir mal ein Video, wie man zum perfekten Foto kommt. Was ist jetzt ein perfektes Foto? Ein perfektes Foto, würde ich jetzt sagen, hat viele Wassertropfen, hat einfach einen schönen Sprung oder eine schöne Sprungposition drin und schaut einfach schön aus. Color Grade muss auch stimmen. Und dann schauen wir mal, wie man zum perfekten Foto kommt. Also mein Plan ist jetzt erstmal immer Wasser aufs Brett zu geben, ein bisschen Wasser auf die Haare zu tun und dann relativ nah zu filmen, dass man das Wasser auch sieht. Und dann schauen wir einfach mal, machen wir so 4, 5, 6 Fotos. Also ich mache das mit Frame Export, also dass ich einfach ein Bild aus dem Video rausziehe. Und dann schauen wir mal, wie arbeite ich die Fotos natürlich und gehe ein bisschen mit dem Color Grade drüber. Und danach schauen wir, dürft ihr halt abstimmen, welches Foto euch am besten gefallen hat. Das würde ich dann sagen, dass ihr es einfach in die Kommentare schreibt. Und ja, ich leg mal los. Die Wassertropfen sieht, aber es ist ja auch egal. Das war auf jeden Fall das Foto Nummer 1. Seht ihr jetzt hier. Schöner Übergang. Und jetzt probieren wir ein Foto von der Seite mal zu machen und schauen einfach, was sich so anbietet für einen Trick dafür. Genau, machen wir ein paar Tricks. Send it. Das war wohl nix. Das ist mein. Also meine fundierte Meinung dazu ist, ich weiß nicht, für ein Bild könnte es recht cool ausschauen, so ein oder zwei Frames davon. Also wenn ich ein Bild hier einblende, vielleicht war es auch extrem. Aber jetzt machen wir das Ganze vorwärts, also dass ich nur gerade bleibe und eine Katze mache. Ja, genau. Also im Clip schaut es auf jeden Fall schlecht aus. Das könnt ihr euch hier nochmal die Slow-Mo anschauen. Ja, mein Kameramann, Profi. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Der hat gesagt, er sah schlecht aus. Ich sag auch, der sah nicht so gut aus, aber passt schon. Geiles Foto dabei sein. Ich schau mal, wie ich es bearbeiten kann. Das hat mir jetzt auf jeden Fall gefallen. Und jetzt probiere ich Suki Lay, aber ich weiß nicht, ob ich den noch gerade abspringen kann, weil ich zurzeit noch ein bisschen hänge. Aber den kann man ja mal probieren und schauen wir mal, was da rauskommt. Also, da glaube ich, ist auch wieder ein cooles Foto auf jeden Fall dabei. Der Sprung an sich echt schlecht, aber ein cooles Foto kann man daran nehmen. Und jetzt probiere ich. Boah, ich weiß es noch nicht. Ich glaube. Du machst jetzt einen Auerbach mit Grab. Ich mache jetzt irgendwas mit Schraube, so ein Full Half oder so. Ich glaube, da könnte auch ein cooles Foto dabei sein.
was. Jetzt schauen wir uns mal an, ob irgendwas dabei ist. Es war ein relativ kurzes Video, aber ich kann auch nicht immer die große Menge produzieren. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich schau mal, ob coole Fotos dabei waren. Ihr dürft jetzt abstimmen. Ich mache euch so eine kleine Galerie. 1, 2, 3, 4 oder 5, was euch am besten gefallen hat. Und dürft ein Like, ein Abo, einen Kommentar da lassen. Würde mich echt freuen. Und ja, sendet.